Zebras, Giraffen und die Serengeti-Wüste. Doch Kenia ist weit mehr. Die Hauptstadt Nairobi ist am Weg zum Technologie- und Finanzzentrum in Afrika. Aber warum ist die sogenannte Silicon Savannah so attraktiv für große Konzerne? Die Silicon Savannah ist der ideale Ausgangspunkt für internationale Fintechs, weil sie hier ein bereits gut etabliertes Ökosystem vorfinden. Und dass das Vertrauen da ist, zeigt auch, dass die ganz Großen, wie zum Beispiel Visa oder Microsoft, auch 2022 ihre Präsenz in Nairobi weiter ausbauen. Allein Microsoft schafft in Kenia damit 450 neue Arbeitsstellen. Vor knapp 13 Jahren ist die Idee entstanden, hier einen Start-up-Hotspot zu errichten. Inzwischen gibt es viele Anreize, wie zum Beispiel Steuergeschenke, geringe Gebühren und eine erleichterte Einwanderung. Und es funktioniert. Im Vergleich zum Vorjahr haben Startups aus Kenia 83 Mal so viele Investments gesammelt.